Glück auf, Freunde, willkommen zurück zu Mountain Blade Dwarven Shuffle 3. Wir bekämpfen gerade ein paar swadische Fürsten hier auf offenem Felde. Uxkal wird mal wieder belagert. Ist wirklich ätzend, dass wir hier nicht vorankommen. Wir bräuchten noch ein, zwei Fürsten mehr, damit wir mal ein bisschen eine Streitkraft auch zusammenbekommen, um eine Burg zu erobern. Ich selber habe ja leider fast alle meine Einheiten verloren. Ich muss mich erstmal regenerieren hier. Verzeihung. Oh, das tut mir jetzt aber mega. So macht man das mit den Drecksfürsten. Sein Pferd kann er auch gleich mit über den Jordan schleppen. Weil jede Einheit, die wir jetzt nicht bezwingen, die steht uns gleich wieder ein Uxkal gegenüber bei der Belagerung. Da freuen sie sich, die Leutchen. Das ist aber schön, wenn die sich freuen. Da freue ich mich auch. Natürlich direkt wieder gefangen nehmen. Ihr habt da was Gutes dabei, habt da nicht. So, und ich versuche jetzt gleich mal eine Aktion vorzunehmen und Rekrutierung von Gefangenen. Ein swadischer Ritter, den nehme ich natürlich gerne mit. Autschen. Das ist brutal, dass der Arsch jetzt hier mitmacht. Ich meine, wir haben natürlich auch so einige Truppen, aber... Kann ich mit dem König reden? Tatsächlich, Lord Peter, dann fallt in euer Schwert und schenkt uns Frieden. Du Miststück Elendes. Wart ab, das wird dir noch leid tun. So leicht sind wir nicht zu bezwingen. Es reicht nichts, wenn ich hier nochmal ein bisschen Kavallerie kriege. Muss das irgendwie hinkriegen, dass der in seine Stadt geht. Du musst in deine scheiß Stadt rein, die greifen nicht an. Es war die Ritter, ist eiskalt abgehauen, der Hund. Drecksdeserteur. Wir haben dann hier, wir auf offenem Felde geht's nicht, da haben wir dann die ganze Mannschaft am Latz hängen. Es geht nicht anders. 143 gegen 475. Wieder einmal stehen wir einer Übermacht entgegen. Und wieder einmal würde ich ganz gerne hier vor. Auch ebenfalls wieder einmal lassen sie mich nicht. Ich bin eure beste Einheit an der Front, Leute. Ihr müsst mich an diesen Zinne lassen. Jetzt sowieso, weil ich hier voll in der Schusslinie des Feindes bin, ihr Helden. Das sind immer epische Schlachten hier um Uxkal. Das ist so ein richtiger Zankapfel geworden.
In dieser Staffel geht's richtig ab in dieser Stadt. Geh weg. Piss dich. Das ist unsere Stadt. Da könnt ihr Übermächte ranschleppen, wie ihr wollt. Ihr kriegt sie nicht. Wir machen die Swaden richtig platt. In den Kampfhandlungen behalten wir sowas von die Oberhand. Ja, kommt hoch, wenn ihr euch traut. Meine Keule hat richtig Hunger, Freunde. Das ist der König. Haut ihn platt. Zack. Arroganter Hund, hat er verdient. Sagt er mir, ich soll in meinen Schwert fallen. Wie kann er es wagen? Der sollte aus Kalradia fliehen, solange er noch kann. Sonst lasse ich ihn hinrichten. Würdet ihr mich ein kleines Stück weiter vorlassen, eventuell? Neue Feinde, immer her damit. Die haben hier oben noch nicht genug. Ich habe dem König Frieden angeboten. Selber schuld, wenn er nicht annimmt. Jetzt machen wir den kläglichen Rest seiner Armee nämlich auch noch platt. Da kam ein Fürst angerannt, wie es aussah. Den habe ich gleich mal wieder nach unten befördert. Zeigt euch, wenn ihr... Könnt ihr mal die Leiche aus der Zinne nehmen? Der riecht mich richtig auf gerade. Des Königsmänner... werden fallen. Meine Zweihandfertigkeiten steigen an. Donga. Wer will mal meiner Lieblingsbaby-Beißkugel lutschen? Du vielleicht? Ich knall euch alle von den Mauern runter. Ihr kriegt meine Keule zu spüren. Ihr Hunde. Piss dich. Weg. Weg. Das war dich am Mistritter. Ritter will ich hier oben gar nicht sehen. Die tun richtig weh. Die können ruhig meinetwegen unten bleiben. Aber so viele rennen da auch gar nicht rum. Es sind vor allem wieder diese Armbrustlappen hier, die rumrennen. Und ich komme einfach nicht nah genug ran. Ah, jetzt habe ich mal wieder den geknüppelt. Einfach weg mit dem Pakt. Husch. Verstärkung für den Feind. Diese Stadt wird euer Grab.
Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich hoffe einfach mal, die haben auch ordentlich Gefangene dabei, damit wir mal wieder eine Armee rekrutieren können. Wir brauchen nämlich ordentlich Kämpfer, damit wir selber endlich mal eine Burg einnehmen können. Und unser Ansehen im Land steigern, denn dann kommen auch mehr Fürsten und so weiter. Und wir brauchen dringend wenigstens noch ein, zwei Fürsten für den Anfang. Meine Zinne. Nimm mal alle weggehen, hier will ich stehen. Husch. Geht weg! Ist gut. Verzeihung. Entschuldige bitte. Sorry. Die Zinne ist wieder frei, sehe ich gerade. Dann schiebt sie mal hoch. Geh weg. Das Problem ist nämlich, auch wenn wir die Angriffe erfolgreich zurückschlagen, so nach und nach wird die Garnison dieser Stadt geschwächt. Das heißt, irgendwann können wir dem Feind hier nichts mehr entgegenstellen. Wir müssen langsam mal Nägel mit Köpfen machen. Hier, es geht nicht anders. Haben wir denn schon? Na, wir sind doch fast durch. Komm schon. Haben wir mir schon wieder die Zinne geklaut? Oh, voll daneben. Habt ihr das mitgekriegt? Ist gut. Ach Mensch. Kommt schon, wir müssen die flätten. Ich
feuer so viel ich kann, aber... ich hab nicht genug, um es mit allen aufzunehmen hier. ...37 Gegner noch. Der Drops ist eigentlich gelutscht. Erst recht, weil hier schon wieder Bolzen liegen. Zwar nicht viele, aber die genügen mir... ...um nochmal ein bisschen Action zu machen. Da können wir nämlich nochmal schön hier so ein paar Schweine unter Beschuss nehmen und von der Mauer dübeln. Wie, ich hab den nicht getroffen. Wie, der ist nicht gestorben. Jetzt ist er tot. Gut gemacht, Männer. Wieder einmal haben wir Uxkal erfolgreich gehalten. Wieder einmal hat die Garnison aber drunter gelitten. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben einen Haufen Waffenknechte. Ein Ritter schon wieder. Armbrustschützen. Infanteristen, Fußsoldaten. Wieder Zeug zum Verkaufen. Machen wir erstmal Warenhändler. Wir brauchen nämlich sowieso noch ein bisschen Futter. Geht uns langsam aus hier, würde ich sagen. Wollen wir mal das nehmen und das nehmen. Ah, komm, nimm das Brot noch mit. Dann bitte wieder in die Schenke, wo es aktuell nichts gibt. Doch ein Lösegeldgewindler. Gewindler, WTF. Vermittler, nicht Gewindler. Was ist ein Gewindler? Erstmal noch Kohle klar gemacht. Marktplatz Rüstungshändler, hast du was Feines? Du hast tatsächlich sogar was Feines. 49,17. Ist sogar besser als meine, dann nehme ich den. Bitte. Nehme ich die noch dazu? Jeremus, altes Haus, komm mal ran hier. Du kriegst von mir nämlich was Neues, damit man dich auch endlich mal als Imperiumskrieger identifizieren kann. Bitteschön. Da gucken wir gleich mal, ob wir eine schicke Stangenwaffe noch für dich haben. Na, in der Schenke wären wir da sicherlich nicht fündig. Probieren wir es mal bei den Waffen. Hier ist doch eine schöne, schwere Lanze. Haben wir noch was anderes in der Richtung? Nee. Erfordert Stärke 10. Ist jetzt allerdings als Stangenwaffe auch nicht so der Bringer. Die hier sieht doch ganz cool aus. Was bist du? Morgenstern rostig, zweihändig und einhändig führbar. Du machst nur 35 Pö. Ne, 35. Doch, 35 Pö ist eine Schwingwaffe. Hm. Militärsense wäre natürlich eine ganz gute Stangenwaffe. Ich denke, damit könnte der Ceremus tatsächlich sogar gut auskommen. Ach, du hast schon sowas auf dem Rücken, sehe ich gerade. Zeig mir mal deine Ausrüstung. 39C. Dann bist du ja sowieso schon gut bestückt eigentlich mit der Waffe. Ja, was machen wir? Wir machen Waffenknechte. Wir machen Armbrustschützen, Veteranen, Milizen. Noch mehr Armbrüste. Noch mehr Armbrüste. Noch ein paar Fußsoldaten. Die Shavi, du hast schon wieder ein Level up. Ja, hier wollte ich auch definitiv hin. Bogenzugkraft 4. Ne, da wollte ich gar nichts drauf, aber was soll's. So, Marktplatz Waffenhändler. Da kannst du das nämlich schon wieder zurückhaben. Eine Belagerungsarmbrust. Die klingt gut. Obwohl, die könnten wir mal... Na gut, die ist gesprungen. Nee, komm, weg damit.
brauche ich jetzt keinen Mensch. Ein 33er schwerer Säbel. Das ist eine coole Einhandwaffe. Das kann ich mir nicht leisten. Bitteschön, hast du eine coole Waffe abgestaubt. Ceremus, hast du tatsächlich ein neues Level oder laberst du nur? Du hast tatsächlich ein neues Level, das ist gut. Was gebe ich denn dir? Ja, ich gebe dir noch ein bisschen Ausbilder-Skill. Hier, gucke mal. Boah, erstmal fett zum Ausbilder gemacht. Richtig geil. Und das hatte mal jemand gesagt. Ich weiß, hier steht dran persönliche Fertigkeit, aber vertraut mir, Leute. Jeder Held steht ja auch dran. Jeden Tag verleiht jeder Held. Und man kann es auch ganz einfach testen, wenn man im Singleplayer mal ein neues Spiel macht. Einen Cheat-Modus anmacht, sich einfach mal einen Gefährten holt, den per Cheat hochlevelt. Dann wird man nämlich merken, plötzlich, och, der gibt ja doch Erfahrung, obwohl da persönliche Fertigkeit dran steht. Das haben sie wahrscheinlich nur gemacht, weil halt die normalen Truppfähigkeiten, das bedeutet eigentlich ja immer, dass nur zwei Leute aus dem Trupp das machen können. Nämlich der Beste gibt sein und der Zweitbeste gibt einen kleinen Bonus. Also keine Angst, Ausbilder kann man bei jedem Helden drauf machen und dann gibt auch jeder Held diese Erfahrungspunkte. So, Stangenwaffen habe ich gehört. Bitteschön. Aber nehme ich erstmal schon mal wieder einen schönen Ausbilder für unsere ganzen Rekruten. Und wo wir gerade bei Rekruten sind, können wir eigentlich nochmal losziehen. Nochmal ein paar Rodok-Schützen holen. Guten Tag, Schenke. Hast du zufällig ein paar Leute für mich? Aber wisst ihr was? Wir gucken beim nächsten Mal, ob hier Gefährten sind. Macht's gut.